Wir sind auf dem Stand von VW, wir sind Gast von Livio Piatti, das ist der Pressechef von Volkswagen in der Schweiz. Livio Piatti, was zeigen dir am Salon Genf für Neuheiten? Ja, voilà, herzlich willkommen mal auf unserem Stand. Was wir hier haben, ist, gerade um mit dem anzufangen, ist die Studie vom Gross Coupé. Gross Coupé zeigt auf, in welche Richtung es geht mit VW. Hier mit einem Diesel-Plug-in-Hybrid verbraucht noch 1,8 Liter auf 100 km. Und hat einen CO2-Ausstoß von nur 46 Gramm. Dann haben wir weiter auch verschiedene Variationen vom Up, von unserem neuen City-Spezialist, vom Kleinwagen. Wir haben den Viertürer, da haben wir den EcoUp mit Erdgas, ist auch sehr verbrauchsarm mit nur noch 79 Gramm CO2 pro Kilometer. Dann haben wir aber auch einen Polo Blue GT, wo wir bei einem ersten Kleinwagen mit Zylinderabschaltung arbeiten. Auch dort nur noch einen Verbrauch von 4,5 Liter. Aber bei allen diesen Fahrzeugen kommt das Design und der Fahrspass nicht zu kurz. Das ist etwas, was wir leben bei VW. Sehr gut. Also VW setzt sehr stark auf Umwelt, verbunden mit vernünftigen Fahrzahlen und Fahrspass, denke ich. Jetzt, wo ist denn das Schwergewicht der VW-Produkte in diesem Jahr auf dem Schweizer Markt? Schwergewicht ist sicher jetzt im Frühjahr einmal der Up, weil die Markteinführung haben wir jetzt am 25. Februar angefangen mit dem Dreitürer. Dann haben wir jetzt den Viertürer, der ab Mai, Juni wird bei den Händlern stehen. Und voilà, wir haben auch das Golf GT Gabrio, wie wir kommen diesen Sommer. Wir haben den Polo Blue GT und irgendwann Ende Jahr, wissen wir ja alle, kommt der neue Golf 7. Sehr gut, aber vor dem Golf 7 Ende Jahr gibt es doch sicher gute Gelegenheiten, warum ein Autokäufer unbedingt in eine VW-Garage sollte gehen. Was ist denn gegenwärtig das Interessante und das Aktuelle, das draussen in der Garage läuft? Absolut, wir haben dann auch hier auf dem Stand als Schweizer Premiere vor der Markteinführung. Das ist das neue Comfort Coupé, der Volkswagen CC. Den haben sie ab März bei den Händlern. Dann haben wir den Passat Alltrack, der ja quasi den Passat mit Offroad-Funktionen vom Tiguan und Touareg verbindet. Der wird ab Ende März, Anfang April beim Händler sein. Also auch jetzt im Frühling läuft etwas. Voilà. Eigentlich kann man sagen, für jeden Geschmack und jedes Budget hat es etwas draussen in der VW-Garage. Herzlichen Dank für das Info-Update, Livio Piatti. Danke, gleich gerne.